Und damit willkommen zu diesem neuen Video. Einige von euch haben es sicherlich in den letzten Videos schon gesehen und mitbekommen, dass ich vor kurzem umgezogen bin. Und natürlich habe ich jetzt auch hier mein neues Setup, wo ich alle meine Videos schneide. Und weil einige von euch gefragt haben und weil ich selber solche Videos auch immer recht interessant finde, wollte ich euch in diesem Video einfach mal zeigen, wie so mein Setup aussieht, was für Produkte ich da drauf stehen habe, um dann möglichst produktiv hier meine Videos schneiden zu können. Also weiter geht's natürlich wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Grundsätzlich ist mein Schreibtisch sehr clean gehalten, da ich selbst es einfach nicht mag, wenn diverse Dinge unnötig auf dem Tisch liegen und ich selbst mich so einfach viel besser konzentrieren kann, wenn der Schreibtisch bzw. der Arbeitsplatz wirklich aufgeräumt ist. Beim Schreibtisch kommt bei mir der FlexiSpot E5S zusammen mit einer einfachen grauen Platte zum Einsatz. Das Coole an diesem Schreibtisch ist, dass dieser elektrisch höhenverstellbar ist, was gerade bei längeren Work-Sessions ganz hilfreich ist, da ich nicht nur auf dem Stuhl sitze, sondern auch insgesamt ein bisschen mehr Bewegung habe. Über 400 Euro für ein Schreibtischgestell ist zwar nicht gerade günstig, aber im Vergleich zu ähnlichen Gestellen ist dieser schon eher im unteren Segment angesiedelt und funktioniert trotzdem so, wie man sich das erhofft. Falls Interesse besteht, mache ich auch gerne noch einmal ein ausführliches Video zu diesem Tisch, denn ich selbst finde diesen einfach super praktisch. Wichtiger für mich ist aber das, was sich darauf befindet, und das Herzstück ist zum einen mein 15 Zoll MacBook Pro mit der Touchbar aus dem Jahr 2017, aber das auffälligere Stück ist der riesige Ultra-Wide Monitor, welchen ich mir erst vor kurzem gekauft habe. Und um ehrlich zu sein, möchte ich diesen auch gar nicht mehr missen. 38 Zoll Ultra-Wide mit einer leichten Curve sehen einfach nicht nur super sexy aus, sondern helfen mir auch dabei, noch produktiver zu sein. Gerade diese enorme Breite kommt mir persönlich beim Videoschnitt total zugute, weil ich so den Überblick einfach viel besser behalten kann, und da nehme ich natürlich auch die etwas geringere Auflösung im Vergleich zu meinem alten Monitor in Kauf. Bei den Eingabegeräten nutze ich sowohl das Magic Keyboard als auch das Magic Trackpad von Apple, und das aus zwei ganz einfachen Gründen. Zum einen sehen diese beiden Produkte in Kombination mit den anderen Produkten einfach sehr stimmig aus und somit ergibt sich insgesamt ein ziemlich cleanes und passendes Setup, aber noch wichtiger ist für mich der Workflow, denn am Laptop und auch am Schreibtisch ist dieser ziemlich einheitlich, was zur Folge hat, dass ich mich nicht großartig umgewöhnen muss und dadurch eben auch wieder produktiver bin. Das Ganze hat natürlich auch so seinen Preis, aber da ich insgesamt ziemlich viel Zeit hier an diesem Schreibtisch verbringe, um die Videos zu schneiden, war es mir die Investition auf jeden Fall wert. Damit ich aber auch beim Videoschnitt den Ton gut beurteilen kann, habe ich mir nach langer Überlegung letztendlich doch die Bose Companion 50 gekauft, auch wenn ich nie gedacht hätte, dass ich einmal 300 Euro für ein paar Lautsprecher ausgebe. Aber auch hier bereue ich den Kauf nicht, denn zum einen passen auch diese super gut zu meinem Setup, aber noch viel wichtiger ist auch hier der Klang, und dieser gefällt mir eben richtig gut. Der Ton ist ziemlich klar, so dass ich auch bei meinen Videos jeden wichtigen Ton hören kann beim Schnitt, aber auch wenn ich mal etwas lauter Musik höre, was hin und wieder eben auch mal vorkommt, klingt der Ton noch immer richtig gut. Links neben meinem Monitorstand habe ich dann noch die nötige Steuereinheit für diese Lautsprecher, womit ich eben auch die Lautstärke über den Drehregler einfach verstellen kann oder auch mit einem Tipp auf die Oberseite einfach alles stumm schalten kann. Insgesamt war es mir bei diesem Setup aber wichtig, dass man so wenig Kabel wie möglich sieht, und ich glaube, das ist mir auch im Großen und Ganzen ziemlich gut gelungen, wobei es natürlich hier und da auch noch etwas Verbesserungsbedarf gibt, so dass dann letztendlich alles perfekt wird. Aber auch unter dem Schreibtisch habe ich versucht, möglichst viel Ordnung zu halten, auch wenn das durch die vielen Kabel leider gar nicht so leicht ist. Dafür habe ich hinter dem Schreibtisch aber noch eine Philips Hue LED-Leiste angebracht, welche einen schnell darüber hinwegsehen lässt, weil diese den Vibe einfach perfekt macht. Ich hoffe natürlich, dass ich euch mit diesem Video einen kurzen und vor allem guten Überblick über mein aktuelles Setup geben konnte. Ich bin insgesamt ziemlich zufrieden, auch wenn eben gar nicht so viel draufsteht, wobei das mein eigentliches Ziel war, damit ich mich eben auf das Wesentliche konzentrieren kann. Aber trotzdem findet ihr unten in der Videobeschreibung natürlich den Kauflink zu den Produkten, sodass ihr bei Interesse dort einfach vorbeischauen könnt. Und sonst hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und vor allem, dass ihr den Kanal abonniert habt und beim nächsten Mal ebenfalls wieder vorbeischaut. Also bis dahin, ciao!